So, willkommen! Endlich auf Hochdeutsch. Endlich geht es weiter mit dem Video. Ihr müsst entschuldigen. Aber ich habe täglich 7 Tage die Woche 14 bis 16 Stunden gearbeitet. Ein richtiger Endspurt. Ich wollte ja in 2 Wochen wegfahren. Daraus wurde dann nichts. Ich habe noch mal eine Woche angehängt, um dann eben auch noch die Staukisten und andere Dinge zu bauen. Ja, jetzt bin ich unterdessen in der Schweiz und werde jetzt hier ein Weilchen stehen und werde weiter am Wohnmobil bauen, einfach draußen, weil das meiste kann ich jetzt drinnen machen. Elektrik und ja, einiges Zeug. Ihr werdet es dann sehen. Ja, okay, gut, dann spanne ich euch nicht auf die Folter und wir legen jetzt dann gleich los. Das ist übrigens die LED. Leiste rundherum, die läuft schon, wenigstens halb. Okay, dann los geht's. So, jetzt kann ich euch doch noch zeigen, wie man das System entlüftet. Und zwar hier einfach die 2 Schläuche anhängen beim Expansionsgefäß. Ich habe das Ding extra in der Dusche, weil es gibt manchmal Sauerei. Dann geht ein Schlauch in die Pumpe und da pumpt es dann das Wasser rein und hier kommt es wieder raus und dann wieder in den Eimer. Und von hier wird es natürlich auch angesogen. Jetzt versuche ich das mal laufen zu lassen. Eigentlich brauche ich 3 Hände. Und dann pumpen einfach. Nochmal, die Bohrmaschine hat gepumpt. Und dann pumpt man das Wasser durch, bis da keine Luft mehr kommt. Der Eimer sollte natürlich auch immer ein bisschen was drin haben, damit es nicht die Luft ansaugt. Und so kann man eigentlich das mühsame Entlüften sparen. So, jetzt kommt keine Luft mehr. Das ganze System eigentlich entlüftet. Dann hängt man da die Schläuche wieder an und dann pumpt man noch schnell das Expansionsgefäß voll. Ja, warum habe ich nicht eine Luftheizung? Weil die Alde, also es ist ja keine Alde, aber die sind einfach viel leiser. Das zirkuliert, also die Heizung selber ist schon laut, aber die Luft, das Gebläse, das hört man nicht. Und hier hinten ist es eigentlich schön leise und dann es gibt auch eine angenehme Wärme. Es zieht nicht, es bläst nicht. Einfach so wie in einem Haus. So, im Moment bin ich das ganze Auto am Abschleifen, weil am Freitag habe ich Termin beim Lackierer. Und dann wird er beige, so wie die Kabine, ist Geschmackssache, aber mir gefällt es und ist mein Markenzeichen. Ja, verdammt strenge Arbeit. Alles muss geschliffen werden, wobei ich jetzt eigentlich schon fast fertig bin. Ja, okay, dann weiterarbeiten. So, Radlaufschutz habe ich noch hergestellt, gebogen. Muss ihn noch montieren. Und so sieht es montiert aus. So, wie ihr seht, bin ich jetzt beim Lackierer. Gestern Abend angekommen, nein, Nachmittag. Alles abgedeckt, gereinigt, Fenster ausgebaut, Türschlösser ausgebaut. Und jetzt ist er in der Lackierhalle und wartet auf sein neues Kleid. Natürlich wieder beige, hä? Geschmackssache, ich weiß, es gefällt nicht allen, aber mir gefällt es. Sahara-Sandmäßig, genau gleich, ja. Jetzt geht's dann los, hä? Die Angie ist auch immer mit dabei.
So, nachdem er nun lackiert ist, bin ich wieder zurückgefahren, bin da in der Halle. Habe noch ein Problem festgestellt, und zwar muss ich die Feder rechts und links wechseln. Ich habe die irgendwie vertauscht und da gibt es angeblich einen Unterschied. Ich merke das an der Lenkung. Gut, jetzt bin ich dran, LED-Lichter zu montieren. Das ist der Blinker. Der blinkt jetzt zu schnell. Das heißt, man muss einen Widerstand parallel dazu schalten. Das ist jetzt nur ein 10 Ohm. Habe es probiert, das reicht schon. Jetzt hänge ich den schnell an, dann seht ihr. So, da unten ist so eine Box, wo alle Kabel reinkommen. Da muss man einfach das Passende finden. Hier ist die Masse. Da hat es noch ganz viele freie Plätze. Und hier, das Blaue hier, ist der Blinker. Habe ich jetzt angehängt. Und jetzt, siehe da, jetzt blinkt er nicht mehr so schnell. So, das sind die Widerstände jetzt dran. Das hat 10 Watt, das heißt, der wird auch heiß, wenn der Blinker zu lange drin ist oder der Pannenblinker. Deswegen ein Wärmeleitblech, dass die Wärme weg kann, sonst sind die nämlich nicht lange ganz. So, jetzt Solarmodule montieren, 5 Stück. Eins hat 400 Watt. So, das erste Modul hängt da am Balken. Jetzt wird es gerade geklebt. Die Winkel, Aluwinkel einfach nach innen verschraubt und jetzt aufs Dach verklebt. Natürlich vorher schön reinigen, anschleifen, reinigen. Und jetzt einfach runter damit und ja, nicht wackeln. Die anderen liegen bereit. So, wieder mal Solarmodule, sind jetzt alle drauf verklebt. Wie gesagt, 5 Stück. Und jetzt kommt noch ein großes Dachfenster rein. Hier ist es schon eines, darunter ist die Dusche. Und hier beim Schlafplatz mache ich jetzt gerade ein Dachfenster rein, also rausschneiden. So, da ist mein Alkofen. Hä? Und das große Fenster. Hat gerade noch so Platz gehabt. Habe ich es noch ausgeschäumt. Dann hier die Oberschränke sind jetzt auch endlich dran. Übrigens, die macht nicht ich, die macht der Schreiner. Nicht, dass sie denkt, dass ich das auch noch kann. Nee, das lasse ich lieber machen. Das Dekor ist funiert und zwar Bambus. Ah, sieht doch gut aus. Schön, schön. Treppe habe ich auch gemacht. Und hier verstaut, die ist jetzt schön flach. Von hinten sieht es so aus. Böschungswinkel. Sollte nicht tangiert werden. So, jetzt zeige ich euch mal meine Treppe, wie genial die ist. Also, man kann sie hochfahren. Jetzt ist sie nur noch so flach. Oder, wenn ich auf dem Berg stehe, die Stufen sind immer gerade, egal wie tief sie runtergeht. Also, ich habe sie nur gebaut, dass der Architekt, das war der Wolfgang, nicht ich, der hat das so entworfen und ich muss sagen, ist genial. Und mir gefällt es. So, das in etwa ist jetzt meine Hecksitzgruppe. Da die Oberschränke. Da hinten ist ja die Klima, da ist noch eine Truhe, da ist die Gitarre drin, Decken, alles Mögliche. Also ganz viel Stauraum. Ich bin schon eingezogen seit einer Woche, wohne ich schon da drin. Bin noch am Einrichten, Küche ist groß. Und hier der Tisch, wurde ich mal gefragt.
das ist ein Käseböhmer. Und zwar der HVD-Tisch. Und das Schöne an dem, man kann ihn da rumschieben. Man kann ihn drehen. Und hier unten fixieren. So, jetzt hält er. Bis auf die Drehung, die ist streng. So. Und man kann ihn natürlich auch runterlassen und dann drin schlafen. Das Schöne daran, ich kann ihn nach vorne ziehen und jetzt habe ich hier eine Arbeitsfläche, um zum Stehen und zu arbeiten. Gleich hier ist die Küche. Also für mich optimal. Jetzt gehen wir nochmal in die Dusche. Die ist nämlich jetzt fertig. Ich habe gerade geduscht. Und das sieht jetzt so aus. Da hinten ist eben das Expansionsgefäß. Das ist verschwunden. Ja, wunderbar. Und das Dachfenster, das ist jetzt leicht geöffnet. Da oben warten noch die Solarsachen. Das habe ich auch installiert. Weiß nicht, habe ich es schon gezeigt. Ja. Ach ja, Staukissen habe ich auch gemacht, sind eigentlich schon fertig da. Eckprofile gekantet, benietet, da ist ein Deckel und jetzt bin ich gerade am Lackieren. Die Vorderseite leicht grundiert. Und jetzt kommt Grundierung. Ich bin jetzt auf der Jungfernfahrt. Ich bin abgefahren von Deutschland, fahre jetzt heute in die Schweiz. Soweit alles gut. Ich muss natürlich noch ein paar Dinge machen, vor allem elektrisch. Noch ein paar Sachen machen. Aber zumindest kann ich jetzt fahren. Das Wichtigste, das geht. Und ja. Wir hören uns wieder. Ja, da habe ich gleich zwei Monitore. Der linke ist vom Dach, vom Link, der linken Seite. Und das andere ist von der rechten Seite hinten. Es hat links und rechts eigentlich hinten und vorne eine Kamera, damit ich immer alles schön im Blick habe. Das Bild ist super. Ja. Da, das Lenkrad ist nicht in der Mitte, seit ich die Büchse gewechselt habe von der Federung. Da muss ich den Lenkstockhebel noch nachstellen. Ist nicht weiter schlimm. Und dann muss ich die Bremsscheiben vorne auch machen, weil beim Bremsen, manchmal wenn es runtergeht, fängt er an zu schütteln. Da gibt es noch neue Scheiben. Sonst ist alles gut. Und hier seht ihr vielleicht die Bewegung. Ist Aufbau und Rahmen. Ja, da sieht man, das ist jetzt, das bewegt sich zum Teil noch krasser. Also, so sieht das aus. Wow, guckt euch den Sonnenuntergang an. Herrlich. Lange nicht mehr gesehen. So, jetzt bin ich in der schönen Schweiz. Heiler ist wieder bei mir. Ach, ich bin müde. Ich mache es jetzt langsam an, aber es gibt noch einiges zu tun. Das ist so. Dazwischen. Da ist die Mikrowelle. Ich weiß gar nicht, ob ich die euch mal gezeigt habe. Hier wird gekocht. He? Geschirr. Und
Momentan ist das die Heizung. Und zwar vom Cockpit kommt so viel Wärme, weil ich Richtung Süden stehe. Und da ist schöneres Wetter. Und da kommt richtig warm, ich muss gar nicht heizen. Ja gut, das war es wieder von mir. Lesebrille abziehen. Esse gerade was. Nutz, netz. Ja, ein bisschen später, aber lieber spät als nie. Und ich hoffe, ihr hört wieder in 2 Wochen von mir. Ich gehe es jetzt ein bisschen langsamer an. Ich habe jetzt Zeit und werde ja alles langsam herrichten. Die Elektrik, Bremsscheiben vorne, dann zum TÜV oder MFK muss ich noch. Aber zuerst muss ich noch ein paar Dinge machen, wie Seitenlichter noch und eben Bremse, weil das wackelt zu fest. Okay, wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen hoch und danke, wart ihr dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.